So, herzlich willkommen zurück zu mal wieder eine Runde Sedmeyers Zivilisation. Und ich habe hier aus Versehen eine Stadt gegründet. Keck. Fängt ja schon mal gut an. Ne, ich So. habe meine Siedler extra weitergeschickt. Jo, dann würde ich mal sagen. Ich gründe eigentlich gerne am Anfang direkt eine Stadt, aber es war ein scheiß Ort für eine Stadt. Ja, bei mir war es direkt am Schafe. Bei mir war es direkt am Meer. Und ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt, aber. Ja, ich auch nicht. Und Wissenschaft wählen. Bergbau war immer ganz gut. Jetzt komm, mach mal hin hier, meine Siedler wollen wieder laufen. Wir haben übrigens dieses Mal zwei KIs. Und mal sehen. Mal Was die so am sehen. Tun sind. Genau. So, dann, was sind das für eins? Boys? Sind das Krieger oder? Krieger, russische Krieger. Ja, Krieger. Ja, ich habe diesmal Russland genommen. Da kann ich nämlich an meinen Rasputin vorbeischicken. Na, dafür bin ich Amerikaner. Mein 70er Disco Rasputin. Ja, Janis, wir sind Russland gegen Amerika. See what I did there. Nee, keine Ahnung. Die Okay. Anfangsrunden gehen ja zum Glück recht schnell. Lell. Lell. Ich könnte mir einen Ring bauen, um dich zu knechten mit meinem Manusring. Ja, das dachte ich mir schon. Dass du da gleich wieder eine Opportunity für dich siehst. Du weißt ja, wenn es dir gefällt, dann solltest du lieber einen Ring draufpacken. Naja. Ruinen entdeckt. Ich habe Wieso? Sansibar entdeckt. Die Sachen sind halt immer bei Sid Meier, kannst du nicht so gut. Was ist denn das da oben? Cool. Kannst du nicht so gut kommentieren. Weil alles, was du sagst, der andere ebenfalls hört. Tja. Ach nee, echt. Also hier würde ich. Ich weiß nicht, ob man den Mauszeiger sieht, aber wenn nicht hier an der Flussmündung, an dem Ende würde ich gerne eine Stadt bauen. Das sieht echt cool aus. Ich Direkt weiß, wo neben du die Ruine. bist. Echt, wo? Nein, keine Ahnung. Oh, und der beste Teil natürlich. Ich habe vergessen, meine Stadt zu benennen. Die soll natürlich nicht Moskau heißen. Das dachte ich mir schon. Edit, wie nennen wir die denn? Gulag. Würde sie Bob nennen. So, ich muss nur schnell nachschauen, wie genau man Gulag schreibt. Ja, Gulag würde ich einfach mal machen. Gulag. Ja, das könnte schon durchaus sein. Da hast du vollkommen recht. Gulag. Okay, unsere Hauptstadt ist jetzt das in Gulag. Sehr schön. Okay. Würde ich sagen. Warte, da muss ich meinen aber auch umbenennen. Eigentlich, ich benenne meine Städte nie um. Echt jetzt? Warum nicht? Keine Muss Ahnung, Produktion das wählen. haben die gebraucht. Wie kann ich... Wo mache ich das überhaupt? Du drückst auf die Stadt drauf, also auf den Namen und dann Edit. Na? Ah, Und da, Edit. während Ach, Jan das warte. macht... Das ist viel zu Ja, klein, ich das weiß sehe schon. ich Ah! gar Bin ich mal kurz nicht. weg. Mir wurde nämlich die Aufgabe gegeben, dass ich mal... verwerfen. Sag mal kurz den Herd ausmachen. Würde ich sagen, bin ich gleich wieder da. Jo. So, hat schon ein bisschen geraucht und angebrannt gerochen, aber weil das immer so ist, wenn ich koche, habe ich mir jetzt keine großen Gedanken gemacht. Jo, Kek, Josh. Ich hab mir heute, ich hab mir, rat mal, was ich mir heute zu essen gemacht habe. Nee, komme ich nicht drauf. Das ist der Hawaii Toast. Toast Hawaii schmeckt allen gut. Weil, ja, also halt, also so Standard-Toast dabei, weil Jan? ich hatte noch die Ananasscheiben, die Leo mir damals gegeben hat, als wir Toast bei euch in der Uni in der Vorlesung gemacht haben. Jan! Was ist mit dir? Na, 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 na. Kennst du Ach. das, wenn du das erste Barbarenlager findest und es ist einfach nur so drei Felder von deiner Stadt entfernt? Tja.
Jetzt wird ausgeräuchert. Jetzt wird ausgeräuchert, ja. Das oh, ist super. Nächste Runde. Ja, du musst irgendwann mal musst unbedingt meine Stadt finden. Okay, warum? Weil du musst halt den Namen sehen. Jo, ich habe die Karte ja relativ groß gemacht, aber irgendwie kommt mir die recht klein vor. Du hast sie auch gar, wo ich gar nicht auf groß gestellt. Doch, habe ich. Sicher. Are you sure about that? Kann mich immer täuschen, das können auch mehrere Inseln sein. Am Anfang ist die immer nur so klein. Und dann vergrößert sich der Ausschnitt immer mehr, wenn... Da hast du auch wieder recht. Und ich habe jetzt mein erstes Barbarenlager entdeckt. Schade, finde ich nicht so geil. Und ich bin erstmal auf irgendwas gestoßen und jetzt sind meine Krieger auf einmal Speerkämpfer. Ich schicke dich mal bei dir vorbei, mach dich platt. Ja, okay. So, meine Speer sperren mal in die Richtung. Ich bin auf der verdammt großen Insel oder Kontinent. Alter, meine Speer ebenso. Okay, wir gehen jetzt ein Feld nach rechts. Und dann gehen wir jetzt zurück in die Stadt. So bei automatischem Erkunden. So, alles klar. Keck habt, was ihr da erkundet habt. Das ist super. Ist aber schuld, wenn du automatisches Erkunden nimmst. Ah, jetzt habe ich hier oben auch endlich die Liste mit den Punkten. Ich will ja nichts sagen, aber die KI zieht uns ab. Ja, ja, auch schon gesehen. Noch eine Ruine. Eine Ruine? Oh, ich muss eine neue Wissenschaft wählen. Was nehme ich denn? Das hier wird mir von zwei Leuten empfohlen, also nehme ich das. Ich denke nicht groß drüber nach, was es ist. Ich bin kein großer Civilization Pro, aber... Was leckt das jetzt hier? Und ich hoffe, ich habe diesmal die Kampfanimation noch drinnen. Nee, ich glaube, die hast du wieder auf schnell gemacht, den Kampf. Schade, die Kampfanimation... Nein, ich wollte nicht meine Speer hinschicken. Die sind voll cool, die Kampfanimation. Ja. Das war richtig witzig. Vielleicht stelle ich die bei der nächsten Aufnahmesession wieder an, wenn es geht. Ja. Ich kann eine Politik einführen, was mache ich denn? Irgendwas war immer recht gut, irgendwas sollte man immer machen. Ah ja, das, wow. Hier, das hier war das. Genau. Das hier war immer recht gut. Lauft, meine Speerkämpfer. Run, Forest. Ja, sie laufen halt gerade echt durch den Wald, durch den kleinen oder an ihm vorbei. Civilization sieht schon echt hübsch aus. Also, es ist kein 4K-Spiel, aber Civilization 6, habe ich gehört, holen wir uns auch. Aber aber halt erst, wenn es so für Geld erhältlich ist, das irgendwie so reasonable ist. Schon so reasonable. Weil das letzte Mal war es halt so, ich habe Civilization echt billig bekommen. Und Jan hat dafür ja noch den Vollpreis bezahlt, oder? Ja, also ich habe diese Game of the Year Edition für 40 Euro geholt. Ja, da habe ich mir irgendwann Brave New Worlds für, ich glaube, als es neu rauskam, 15 oder 20 Euro geholt. Und dann ist es ja so, dass du ja nicht mal mehr dann irgendwie einen Rabatt oder so kriegst auf die DLCs. Da habe ich mir im letzten Sale halt, war es tatsächlich sogar, genau, das war das allerbeste. Das Civ 5 Komplettpaket mit allen DLCs habe ich mir tatsächlich gekauft, weil es billiger war, als wenn ich mir selbst im Sale noch die DLCs, die mir gefehlt haben, einzeln geholt hätte. Das tut natürlich weh. Das ist einfach so eine dreiste Verarsche. Warten auf Spieler. Nein! Ich habe übrigens so Zürich entdeckt. Die Barbaren haben gerade schon wieder eine zweite Einheit gespawnt. Ja, das nervt ja mal. Also Barbaren nerven echt. Bis zur Heilung. Wie followt so eine Barbaren-Einheit zur Zeit? Das finde ich auch nicht so cool. Und eine marschiert gerade auf meine Stadt zu. Da muss ich mal meine Speere irgendwie zurückholen. Und ich habe Naturwunder entdeckt. Oh. Es ist mein Dick. Wahrscheinlich. eingedrungen in das Gebiet von Zürich. Hä? Wieso eingedrungen? Du scheiß Eindringling. Ich wollte doch nur Hallo sagen. Nee. I just came to say I love you. I just came to say hello. Das hier hört sich für den Anfang ein bisschen besser an. Die KI soll mal echt aufhören, uns abzuziehen. Cool. Ja, ich meine, ich habe jetzt keine Schwierigkeit einstellen können, aber wenn die Probleme machen sollten, dann wreckt man die einfach zusammen. Ja, ist halt die Frage, wo... Ja, auch mach mal. Wie ist es eigentlich, Jan? Kennst du das, wenn da deine Kriegereinheit nochmal Kunden ist und die ist jetzt einfach eingekesselt von zwei Barbareneinheiten? Ja, bei mir genauso. Nur die andere Barbareneinheit bei mir ist halt ein Lager. Da
Da schicke ich ja, das ist bei mir auch so. Also eine Einheit und ein Lager mit Einheit. Ja. Denkst du so. Schön, dass wir ungefähr gleiche Startpositionen haben. Das fühlt sich recht gut an. Ja. Ich glaube, hier ist Ende. Ja, hier ist Ende von meinem Kontinent. Ende von dieses 1 Kontinent. Wir haben die Stein mit. Cool. In der Ruine habe ich einfach Stein mit drin. Oder Keramik einzumachen. Oh, da kriegt man nicht so coole. Ich hatte so zwei Ruinen, bei denen einfach so ungefähr nichts war. Bronzearbeit im Kalender. Bogenschießen, bräuchte ich. Weil das ist echt praktisch, wenn du am Anfang die Technologien kriegst durch so Ruinen. Ich schau noch mal kurz wieder bei Wissenschaften nach, wie meine Wissenschaften aussehen. Cool, meine Einheit hat die andere besiegt. Die Sache ist halt, ich habe meinen Aufnahmezeiger, also meine Aufnahme, den ganzen Dongles direkt drüber. Sehst du's? Und da kann ich nicht immer gleich draufklicken. Das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, das sieht schon ganz gut aus. Dann nehmen wir danach das hier und dann gehen wir hier hoch, glaube ich, in die Richtung. Ja. Die sollten sich mal wieder verschanzen und wir haben relativ offenes Gelände. So. Ja, dann heilt euch mal, bevor die hier noch was spawnen. Ich könnte einen unbedeutenden Sieg davon tragen, aber... Wow. Wie gesagt, der wäre halt unbedeutend. So. Der sieht der Josh halt schon so seine Opportunity, habe ich gehört. In der Tat. Also ich sehe hier eine Menge geile Sachen auf meiner Karte. Vor allem hier oben will ich mir das Zeug geiern. Dann kann ich mich hier so expanden. Wenn man den Mauszeiger nicht sieht, dann halt so hier. Viel Spaß. Die Stadt Gulag hat nun 3 Bürger. 3. Nee. Los, Speer! Er spät für mich. Ich? So ein Bautrupp, der braucht schon eine ganz schöne Weile, bis der fertig ist. Jo. Ich weiß noch immer nicht, was Zürich gegen mich hat. Nun, du bist halt da drin gewesen. Für eine Runde wahrscheinlich, das mögen die mal nicht so. Ich dachte, ich könnte dann mit denen gleich Politik machen. Hilft's mir eigentlich, wenn ich Straßen nach Stadtstaaten verlege? Kann, aber muss nicht. Ja, dann so, nein, nein. Stein, ich habe eine Menge Stein, Gold, Edelsteine sogar auch. Bison, Schafe, Rehe, Füchse. Sieht doch recht gut für mich aus von der Startposition her. Die Sache ist nur, wenn es für mich schon so gut aussieht und ich habe 51 Punkte und der höchste von uns hat 57, will ich nicht wissen, wie gut es für den aussieht. Ach, das täuscht. Das ist trotzdem nur eine KI. Okay. Jetzt muss ich aber mal angreifen. Los! Besiegt das Barbarenlager. Lalger. Das Lalger. Das Lalger. Und natürlich spawnen sie dann genau eine neue Einheit. Alter, ich habe hier Upgrade für meine Einheit, ja? Survivalismus. Oh, da oben ist noch ein Lager. Nice. Okay. Heck, Survivalismus. Ja, bester Ismus. Ja. Jan, angenommen du hast ein Barbarenlager zerstört, aber das Barbarenlager hat noch eine Barbareneinheit gespawnt. Die gibt's da noch. Das Lager gibt's da noch, oder? Nein, das Lager nicht, aber die Einheit. Ja, das ist schon klar. Die hier unten haben doch noch ein Upgrade, oder? Amphibischdeckung, Sanitäter, Drill... ich glaube, die brauchen eine Sofortheilung, sonst gehen die drauf und ich kann mir gerade nicht leisten, noch eine Einheit zu machen. Tja. So. Oh, Gewürz. Das ist natürlich bessere Startdinger mit den Ruinen. Das ist echt cool mit den Technologien. Mhm. Das bringt am Anfang echt enorm viel. Das stimmt. Okay. Haben wir das. Wie gesagt, da hatte ich jetzt nicht so Glück mit meinen Ruinen. Ach, und jetzt haben die auf einmal so ein Lager bei mir in der Nähe von der Stadt gebaut. Weiß auch nicht. Ich greife gerade meine Speer an, die Lümmel. Lauf, Speer! Lauf! So, Gulag sieht gut aus. Kann immer so schlecht. Okay, die Barbaren haben sich selber in die Luft gejagt. Das sieht man gerne. Oh, von oben kommen welche. Die Barbaren sind schon wieder hart im Raiden. Ja, das meine ich. So. Jetzt mal Politik weiterführen.
Aber ich muss sagen, wir sind Zweiter, wir haben eine von den KIs überholt. Leute, hör mal auf, Josh.